Ja, der Kameramann ist da. Nils fehlt. Nils müsste eigentlich jede Minute hier eintreffen, aber Herr Krohn und ich, wir sind jetzt hier beim großen Ventildeckelrennen in Glüsing, meine Damen und Herren. Genau. Das wird ein spektakuläres Rennen. Wir sind ganz gespannt. Ja, wir waren sehen, jetzt, was hier so abgeht. Ja, wir waren hier schon auf der Waage. Hier muss man sich anmelden mit unserem Auto. Wir haben ja hier so Lager gebaut, damit wenn die gegen die Bande kommen, dann rollt er hier so leicht ab. Ja. Das finde ich toll. Auf jeden Fall. Aber hier geht das bremsen. Ganz genau wird das hier alles gewogen. Wir haben hier gerade den Kameramann. Hier kannst du mal Moin sagen. Puh. Er ist der Wieger. Und der Messer. Ja, und der Messer. Und dann geht das ja hier weiter, dann muss man sich hier anmelden. Herr Krohn und ich, wir haben uns als Funktionspunk-Team eingetragen. Genau. Und wiegen tut unser Renner 7,95 Kilo. Ja, und das ist die Grenze zu 8 Kilo. Man ganz darf nur 8 runter. Kilo haben. Ja. Ob das jetzt was bringt, wissen wir auch noch nicht. Sonst machen wir Gewicht rein und starten in der Oberklasse. Ja, können wir auch. Können wir auch. Aber den sind ja zu leicht wahrscheinlich. Aber wir haben schon, naja, wir werden sehen. Wir gucken uns mal die Autos anfinden. Ja. So. Mercedes Vierzylinder Diesel, ne? Da fehlt der Deckel. Da fehlt der Deckel. Wir haben den schon geklaut. Ja. Ja, jeder hat sich da so was ausgedacht, ne? Gar nicht schlecht. Er hat hier auch so ein bisschen, wenn er gegen die Bande kommt, dass er auch wieder in die Spur gebracht wird. Hier, das war ja der 6-Sekunden-Renner, ne? Den hast du gestoppt, ne? Den habe ich gestoppt mit 6 Sekunden. Also manuell mit meiner Analog-Stoppuhr. Schön. Toll. Und unseren haben wir auch gestoppt. Ja. Und? Auch 6 Sekunden. Auch 6 Sekunden. Ja. Also wir haben Chancen. Das könnte hier vom T4 sein. Nee. Nee, weiß ich nicht. Ja, schwer zu sagen. Hier, meine Damen und Herren, der Veranstalter, Nico. Hi. Wir machen zum Vogel zur Einleitung einen Raketenstart. Ist nicht ganz erlaubt, aber. Oh. Das ist ja gut, dass wir das nochmal mitkriegen, die Gurke. Ein bisschen getuned hier. Ja. Ach, du fährst dann aber nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, ne? Ja, natürlich. Das sind alte, demontierte Silvesterraketen. Ja. Musst du die noch zusammen machen, die Zündschnur? Jetzt ein bisschen zusammen. Ja. So. Das musst du genau einstellen. Soll der hier rollen, Reimer, oder wo? Ich weiß noch nicht, mal gucken. Um 13 Uhr als Einleitung. Ah, ich dachte jetzt. Aber das müssen wir unbedingt filmen, wenn der Raketenantriebwagen läuft. Der ist auch geil, der Wagen hier. Ist das noch voll? ich glaube nicht. Nee, die sind leer. Schön. Haben Sie bestimmt bei der Arbeit, wie Sie den gebaut haben, ausgesoffen. Ja, mit Sicherheit. Hier. Oh, hier ein schöner Sechszylinder. Du. Reihe. Das sind hier Schrankschubladen. Das sind Schrankschubladengriffe. Ja. Guck mal, der hat das auch hier. Ja, der hat vorne und hinten. Mann. Und der hat das genauso wie wir hinter der Vorderachse. Ja. Weil er vorne auch nicht mehr Platz hat, um da eine Stoßstange anzubauen. Schöne Autos. Hier, BMW. BMW. Was ist das denn hier? Seine Antenne. V12, du. Ja. Ich glaube, da haben wir mit unserem 8-Zylinder keine Chance. Du. Nö. Wie rollen die denn, du? Das ist so ein bisschen. Aber auch, guck mal, du. Schade, ne? Ja. Rollen auch leicht. Ja. Naja, wir werden sehen. Oh, hier, ganz kleine Gewichtsklasse. Ja. Von 0 bis 3 Kilo. Da ist gar nichts drin. Die sind ja von so einem Modellauto. Ja, ne? Auch keine schlechte Idee. Das hier VW Käfer, würde ich sagen. Ja. Und dann die Spur, du. Sturz. Ja, aber wie? Das haben die aber extra deswegen gemacht, damit er nur hier Auftrieb hat. Ja, und nicht überall. Ja, das ist ganz, eigentlich ganz schlau, ne? Mhm. Eiert aber. Guck mal, hier hat er das hier vorne gemacht. Ja. Das wäre optimal. Ja. Bloß optisch nicht so. Aber ja. Egal. Oh, ich glaube, wir müssen die Handbremse anziehen.
auch hier einer mit innenliegenden Rädern. Bio-Runner. Auf ganz schmale Räder. Oh, hat er nur ein Rad hier vorne? Ja. Drei Räder. Na, guck mal, da hat hier Lötstäbe drin. Dachdeckerlot. Ja, Blödsinn. Hat er angestellt. Auch schlau. Ja. Der ist vom Trecker, Schlüter. Ja. Oh, der hat das auch gut gemacht. Das schönste Auto wird ja auch hier prämiert. Soll prämiert werden. Ja. Es sind irgendwie 6 Preise vorgesehen. Mhm. Ich denke mal, 3 Preise pro Gewichtsklasse. Das ist der mit Licht hier, der Wagen. So. Boah, der rollt auch so schweineleicht. Guck mal, hinten mit einem Rad. Jo. Das ist doch so ein Untergestell von so einem Roller, ne? Ja. Von so einem Kinderroller. Ja, genau. Ja, das kann sein. Das ist doch hier was für die Damenfraktion, ne? Ja. Mit Perlen. Hier, Porsche, du. Porsche. Ist das ein Ventildeckel? Das ist ein Ventil. Du? Sag mir welche, Du weißt das. Welcher Deckel ist das? Siehst du den Pfeil? Da hast du schon mal dran gedreht, das schwöre ich dir im Leben. Meinst du? Ja, das muss aber jetzt überlegen. Eine Säge, eine Pfeile habe ich gebracht. Von unten kannst du ihn vielleicht zuordnen. Ja, jetzt. Das ist vom Hatz Diesel. Du bist der Meinung. Hatz Diesel. Guck mal hier. XT500. Servicewagen. Ja. Ich finde, die haben sich alle richtig Mühe gegeben. Ja, du, auf kann jeden man Fall. Nicht sagen, du. Das ist echt toll. Oh, hier mit Rambock. Ja. Hier, Mad Max. Ja. Und der hat auch so ganz kleine Räder. Ganz schmal. Ja. Da. Und auch hier mit auch Gewichte schwer unten. Gemacht. Ja. Total geil. Ja. Echt. Das hat ja auch was, ne? Der ist auch schön gut. Schmal. Der ist auch geil. Guck mal, der hat sich gar nicht so viele Gedanken gemacht mit Bumbi und so. Nee, gar nicht. Man gar nicht, ne? Ja, das wissen wir noch nicht. Oh, der ist schick. Aber wenn der vorne gegen die Bande fährt, aua, aua, dann hat er auch eine krumme Stange. Oh, der ist schwer. Auf jeden Fall sieht er schwer aus, ne? Ja, der ist genauso schwer wie meine da. Ja. Hier ist ja unser Wagen. Richtig. Die habe ich angeschraubt. Die sind nicht gelötet. Ach, die sind gar nicht gelötet. Ja, falls ich dachte, das ist nicht erlaubt. Ja, okay. Dann habe ich die wieder schraubbar gemacht. Ja. Aber ist ja gut. Zur Not hätten wir sie abgeflext. Ja. Die schnelle Luise. Ja. Nochmal hier zum Gedenken an meine Oma, das ist ja wichtig, haben wir schön raufgeklebt. Luise Otte. Deutschlandflagge, da sitzt Luise drin. Ja. Oh, der hat ja auch. Ganz schmal. Eieieiei. Oh, guck mal, der ist schon verbeult hier vorne. Ist er vorne gegen die Mauer gebrettert. Ja. Ist der schwer? Oh, der ist schwer. Ui. Ja. Oh, der geht ja über. Der ist in der großen Klasse. Das sind, glaube ich, der richtig. Also Edelbrock. Der ist über 8 Kilo. Oh, ja. Da hat Pübli aber einen schönen Wagen, wa? Oh ja. Hallo. Geil. Und hier noch so eine. Der kommt bestimmt aus der gleichen Schmiede, ne? Ja. So schmale Räder. Der ist aber leichter. Der ist nicht so schwer, ne? Sieht jedenfalls nicht so aus. Oder? Nö, nee, auch so. Ein bisschen weniger. Ist ja bald Ostern. Genau. Kleine Osterhase. Ich lust nicht so. Nicht so schnell! Halt! Nicht so schnell fahren! Papa, ich hab Angst! Die haben ja viele mit denen. Die haben viele. Ja, hier auch, guck mal. Boah, der da ist ja geil. Was war das? Über 100 Nennungen, ne? 130. 130? Ja. Das ist doch so ein Minion, ne? Oder wie heißen die? Ja, genau. Diese gelben Figuren da, wie heißen die noch? Minions. Minions. Ja. Soll das bestimmt sein, ja. Die hätte ich ja gelb angemalt. Auch nicht schlecht, diese Variante. Ja, es bremst aber, glaube ich, eher mehr. Ja, bremst wohl eher, ne?
Eine Schleife. Also wenn er, wenn er abrollt, ja, über ein Kugellager, denke ich, das ist besser. Auf jeden Fall. Ich bin aufgeregt. Oh, nicht erst. Meine Güte, du. Wenn ich das sehe, wie unsere Konkurrenz die Autos gebaut hat. Da sind echt gute Konkurrenten dabei, du. Ja. Und ich finde das auch so schade, dieses Ausschlussverfahren. Wenn wir am Anfang gegen einen starken Gegner verlieren, dann haben wir schon verloren. Ja. Dann können wir einpacken. Das wollen wir nicht. Nee, nee. Wir müssen positiv denken. Ich überlege immer noch, ob wir die Sachen Gewicht rausnehmen sollen. Wollen wir ihn noch leichter machen? Ja, ich weiß nicht. Wir sind knapp unter 8 ich Kilo. Ich bin so hin und her gerissen. Ja, wir sind knapp unter 8 Kilo. Ganz. Wir müssen auf jeden Fall heute Erfahrung sammeln, ja, die wir fürs nächste Auto. Ja, dann bauen wir nochmal ein neues Auto. Dann bauen wir neu. Genau, wir sammeln jetzt Erfahrung und lassen das Auto, wie es ist. Genau. Wir lassen das alles auf uns zukommen. Dabei sein ist alles, macht ja auch Spaß. Machen wir so. Ja. 130 Teilnehmer. Das muss man ehrlich mal sagen. Wir müssen gleich noch mal zur Rennbahn, die können wir uns noch mal angucken. Die können wir uns noch mal angucken. Ja. Machen wir uns noch mal ein Bild. Ja. Ja, jetzt sind wir hier bei der Rennbahn. Ja, jetzt sind wir hier bei der Rennbahn. 25 Meter lang. 25 Meter lang, irre doch. Aber haben die richtig toll gebaut, muss ich sagen. Hier mit Lichtschranke. Ne? Ziel einfach ab. Da ist was abgeflogen. Die rollen alle gut. Da hast du was weggeflogen. Da liegt was auf der Rennbahn. Jetzt haben wir das gesehen, wie das hier funktioniert. Ne? Manche Leute haben ja komische Autos gebaut, die fahren ja gar nicht geradeaus. Ne? Oha, schon wieder so ein Auto. Meine Güte. Es kommt tatsächlich darauf an, dass die Autos hier genau in der Spur. Also es kommt darauf an, wie die Bahn. Wenn die Bahn nur ein bisschen schief ist, dann kommt ja gleich in die verkehrte Richtung. Das Auto noch und die Räder, die Spur noch so genau einstellen. Ja. Das Gute ist ja, es haben ja alle das Problem mit der Bahn. Ja. Nicht nur wir. Das ist auch ein bisschen Glückssache. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben. Ich denke auch. Ja. Das wird schon. Das wird schon. Es geht gleich los. Raketenstart mit Nico Rode sein Ventildeckel. Wir sind ja hier angetreten vom Funktionspunk und die Erwartungshaltungen sind so, dass wir unter den ersten Drittel kommen, nach oben. Also das sollten wir schon machen und ich denke, wir haben gute Chancen. Aber die Konkurrenz ist auch nicht schlecht. Das Ventildeckelrennen ist eröffnet. Das Ventildeckelrennen ist eröffnet. Schlag ein. Das wird was. Geil. So, ja, wir sind das Team hier, ne? Funktionspunk-Team. Wir haben hier einen schönen Wagen. Ja, super Auto gebaut. Ich moderiere das ein bisschen, stell die Autos nochmal vor, frag die Leute, wie lange die gebaut haben und, ne? Und was dahinter steckt, was sie gedacht haben dabei. Ja, ne? Da steckt ja auch Gehirnschmalz. Manchmal ja, manchmal ist es auch echt sehr minimalistisch geil gebaut. Stimmt. Also finde ich auch gut. Wir werden sehen. Ja, wann bist du denn dran? Wir haben die Startnummer 366. Also, nein. 366 Teilnehmer? Nein, so viele sind das nicht. Es wird auch gezogen aus dem großen Topf. Werden die Nummern gezogen, die gegeneinander fahren. Denn. Also Losungsverfahren? Ja. Ah, also das heißt, so hat man der Gegner erzählt. Kann gut oder schlecht sein. Das ist Zufall. Also ist auch ein bisschen Glückssache dabei. Ja, viel Glückssache. Finde ich aber gut. Ja. Finde ich aber gut. Aber wir sind eigentlich gute Dinge, weil wir gesehen haben, dass das Auto eigentlich gut geradeaus so runtergelaufen ist. Das ist schon mal viel wert. Das darf ja nicht an der Bande abditschen. Dann hast du natürlich... Ja, wenn die Bahn nur ein bisschen schräg ist, ja, wird er nach irgendeiner Seite hin aus. Aber ich habe schon ein paar Läufe gesehen. Da sind wirklich ein paar Fahrzeuge ganz schnurgerade runtergefahren. Wenn ich das richtig erkannt habe, losen sie erstmal die Fahrzeuge aus. Denn es gibt ja noch Schönheitspreise zu gewinnen. Ah. Und das machen die als erstes. Und dann kommen die Rennen. Oh. Ah. Oh.
gut. Da hätten wir vielleicht Chancen. Da, oh, wir können doppelt abräumen. Ja, ja. Du, Andi, pass mal auf. Bloß nicht größenwahnsinnig werden. Jetzt müssen wir mal was ausdielen. Ne? Ja, was denn? Also, wenn wir hier in irgendeiner, also. Form ersten Platz abräumen, ja, was denn? Sei es in der Verlosung, wie gut ein Fahrzeug aussieht oder im Rennen, dann musst du heute aber die Zeche hier zahlen, mein Freund. So auf den Sieg. Was du dir immer ausdenkst. Was hast du dazu? Ja, ich bin deiner Meinung. Das finde ich gut. Gut. Ja, aber jetzt sollten wir ihn nicht mal im Rennwagen lassen. Es könnte sein, dass er deswegen manipuliert. Nee, das war es nicht. So schnell sich an ihn nicht rein. Nein, aber. Nee, ich gebe dir einen aus. Ein? Ja, so. Ja, das ist Freihalten. Den ganzen Abend. Ja? Ja. Bleibst du den ganzen Abend hier? Steffi, wenn du ausgibst, ja. Der Schaubiger, das wieder seine Nummer im Kopf hat. Und einmal haben wir Deckel 216. Du bist 366. Wir sind 366. Dann nur für die neuesten 146. Ich glaube, das geht nicht um auf Fiesler. Ich weiß nicht genau. Dann haben wir ja 346. Oh. Das war schon knapp. 366 hat er. 172. Ich glaube, die haben wir da irgendwo. Typisch Amerika. Dann 344. Deutsche, der Bundeskauf. Und 366. Ja! Wow. Ja! Sehr gut. Ralf, jo. Ich wusste das. Ja. Funktioniert. Oh. Alles gut. 8 Kilo. Geh mal weiter. 8 Kilo ist hochgepuckt. Einmal da hinstellen so ein bisschen. Wo denn? Ja, hier. Dahin. So der Fliegermotor. Ja. Oha. Ist da. Sonst geht er noch ein bisschen weiter rum. Ja, dahin gucken die Zuschauer. Ja, super. Ach so, ja. VDF, Ventildeckelrennen. Flüssig. Schön. Aber haben wir irgendwie gemacht. Guck mal, das dreht sich immer noch. Schön. Dankeschön. Luise, Ottes Wagen hat gewonnen. Wir haben einen schönen Preis gekriegt, eine Wurst und einen Pokal. Guck mal. Yes. Super, ne? Das ist ja schon mal was. Ja, auf jeden Fall. Ja, Dreie. Das ist der Mofa-Club Raccoons und die haben hier was gebaut. Erzählt mal was dazu. Von was für ein Auto kommt denn das hier? Das ist der vom VW Polo. Aha. Haben wir nur ein bisschen abgetrieben. Genau, wir haben ein Geschenk gekriegt. Sah völlig verwahrt aus, das Teil. Ja, ja. Und den habt ihr aus dem Jahrmarkt aus dem Greifer gewonnen? Den hat meine Frau gesponsert tatsächlich. Oh, Hammer. Andi hat schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass er die nicht rumzuscheißt, weil sonst ist die Rennbahn chili. Aber was man so sieht hier, ihr habt euch ja technisch auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, genau. Ihr habt so eine Räder hier an der Seite reingebaut. Aha, okay. Ja, genau. Nicht schlecht. Ganz normal, Inliner-Räder. Inliner-Räder. Aber rollen gut. Und was meint ihr so, chancentechnisch? Erster Platz oder was? Es gibt ja drei Klassen. Ja, genau. Und dann seid ihr bis 3 Kilo. Bis 3 Kilo. 2900. 2950. Und dann werden wir mal schauen, ob der erste Platz dann auch nachher drin ist. Ne? Ja, geil, auf jeden Fall. Ne? Und es geht los. Oh, der ist gegen die Bande gekracht und der andere bleibt stehen. Oha. Ja, und der knallige Bunte hier in Orange gewinnt locker das Rennen und der andere ist noch gar nicht im Ziel. Wo ist der denn abgeblieben? Na gut, jetzt sieht man auch die qualitativen Unterschiede. Hier kommen 2 ganz knapp. Ah, mein Gott. Ich glaube, der Honda Ventildeckel, der blaue, war erster. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall sehr spannendes Rennen. Ah, das schwarze Auto geht in Führung. Der andere bleibt stecken. Eindeutig gewonnen. Audi Ventildeckel in Gold. Souverän gewonnen. Oh, das Rennen geht los. Und es ist auch hier ganz knapp. Und ah, kurz vor Schluss kommt Snoopy in der Bredouille. Das ist der Ventildeckel von den Mofa Club Raccoons. Ah, ganz schade. War eigentlich erst in Führung, aber die Tigerente hat dann doch noch gewonnen. Und das Rennen geht wieder los. Kopf an Kopf Rennen. Und Gewinn tut der
Dusche, Ventildeckel. So, und es geht los. Wieder Kopf an Kopf. Aber der neonfarbene Ventildeckel gewinnt. Und es geht los. Oh, ein Fehlstart. Souverän gewonnen mit dem bunten Ventildeckel. Und da kommt der andere leicht eingetrudelt. Ja, schade. Oh, wieder einer ist quergeschlagen, nicht zu Ende gekommen. Der kleine Ventildeckel mit den Treckerrädern von Sico hat das Rennen gewonnen. Oh, alleiniger Start, was das wohl auf sich hat. Ohne Konkurrenz. Und es souverän wird dieses Fahrzeug gewinnen. Also der verrostete Ventildeckel hier mit den Inlinern-Rädern locker gewonnen. Das andere Fahrzeug kommt so langsam an, kriegt noch ein bisschen Hilfe. Ja, also die 166 Startnummer, ja, da kann man sich wohl nicht so viel von erhoffen. Und der Hebel wird betätigt, die beiden Fahrzeuge fahren. Ein sehr kleines, ein sehr großes Fahrzeug und das kleine gewinnt noch kurz vor Schluss. Das ist unglaublich, dass das kleine Fahrzeug mit den drei Affen noch ganz knapp gewonnen hat. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber das war schon jetzt sehr spektakulär. Und das Rennen geht los. Und der Silberpfeil ist abgeschlagen. Und das grüne Fahrzeug mit den Häschen gewinnt. MAN-Ventildeckel mit Häschen. Souverän gesiegt. Ah, das silberne Fahrzeug um viel besser im Lauf. Gewinnt souverän gegen den schleichenden Hund, der zwar sehr süß ist, aber auch langsam, muss man sagen, an der Stelle. Also, Derby-Sieger macht locker das Rennen. Also Leute, Ventildeckel-Rennen in Glüsing, das kann man echt mal sich antun. Ja, die mittlere Klasse geht jetzt los. Ich habe gerade mit Andi gesprochen. Der ist schon richtig nervös. Und gleich werden wir sehen, da sind schon vorne welche am Start. Mega gespannt. Also wenn Andi das jetzt hier heute gewinnt, man weiß es ja nicht, dann werde ich ihn richtig schröpfen. Und da geht er los. Eindeutig, Barbie gewinnt das. Aber richtig gut. Aber man merkt hier auch schon, dass die schneller sind, die Autos, weil die auch mehr Gewicht haben. Und besonders jetzt hier die Barbie im schwarzen Auto, das war schon echt flott. Ja, im achten Rennen kommt Andi, das war das erste. Jetzt kommt gleich das zweite, also wir fiebern mal dahin. Und das geht jetzt los. So, und jetzt sieht man das. Ah, das blaue Fahrzeug. Und der gewinnt dann tatsächlich noch die Barbie. Was für ein schwerer Klotz. Mercedes Ventildeckel, ein Riesending. Wahnsinn. Und es geht los. Aber locker kommt der Silberpfeil wesentlich schneller an wie das dreirädrige Einhorn oder wie soll man das betiteln hier? Was ist das? Mercedes Ventildeckel mit zwei Hörnern. Und der Start geht los. Nobel Schröder startet gut durch. Aber da kommt kleines Lämpchen und zieht vorbei. Ganz knappes Rennen. Richtig, richtig spannend. Ja, kleines Lämpchen gewinnt um Haaresbreite. Aber jetzt wieder das nächste Rennen und hier gewinnt das kleine Äffchen mit Raucheinlage deutlich. Also Wahnsinn, dass so ein Klotz so schnell sein kann. Also das war schon spektakulär. Und es geht los. Ah, das rechte Seite gleich vorn. Ah, linke Seite hat ein bisschen, wie soll man sagen, ja, gezögert und kommt noch nicht mal ins Ziel. Oh! Und es geht los und wir sehen, dass die linke Seite schneller ist. Und es bleibt dabei, links gewinnt der Red Rod. Ralf macht sich gerade auf die Socken. Oh, Ralf geht die Treppe auf und sucht sich die Fahrbahn aus, orientiert sich auf die linke Seite. Der Konkurrent ist noch nicht zu sehen. Heinz-Jürgen, wo bist du? Der Konkurrenz zur 366 Funktionsbank-Auto. Ralf ist ziemlich euphoriert, Andi fiebert mit, man sieht es für
ordentlich. Andi, jetzt geht's gleich los. Oh, Wahnsinn. Glaubt, Pulsschlag bei Andi Feldmann derzeit 200. So, und jetzt gucken wir mal. Und es geht los. Der Funktionspunkwagen sieht sehr gut aus. Sehr schön. Yeah. Der Ring gewonnen. Und der Funktionspunk. Yeah. Richtig geil. Das war der erste Sieg. Andi freut sich, die Otze, das ist richtig geil. Wie geil. Schön, schön. Oh, ist das so geil, kann das weitergehen. Aber um Längen, mein Gott. Um Längen. Seine Wo Kollegen waren, freuen sich auch. Das ist schon sehr, sehr gut. Richtig, richtig steil. Wir haben das erste Rennen gewonnen und jetzt wollen wir mal abwarten, was jetzt noch kommt. Aber es sieht wirklich gut aus. Das Fahrzeug hat zur Konkurrenzmaschine wirklich Meter gemacht. Also das könnte echt heute noch richtig gut ausgehen für uns, glaube ich. Aber wir warten mal ab. Sind wir schon dran? Nein. Andi, wir sind noch nicht dran. Aber ich fahre ja immer nach dem Rennen kommen wir wieder. So, und dann werden wir mal sehen, was kommt. Und da ist auch schon... das ist ein, ich sag mal, der rauchende Affe. Der hat schon mal gewonnen, der ist sehr schnell. Sehr schnell. Ja. So, Ralf macht sich bereit, ist auf der Startrampe. Wir haben die linke Seite und Ralf richtet das Fahrzeug ganz genau aus, dass es ziemlich mittig von der Fahrbahn ist. Ja, der Start ist gleich soweit. Die beiden halten Händchen, so wie man das sieht. Und jetzt geht's los. Oh mein Gott, das wird ein enges Rennen, Und der Funktionspunktwagen gewinnt ganz, ganz, ganz knapp. Also wirklich, das war gewonnen. Ja! Das war das erst später begriffen. Das war wahr. Mach doch nichts. Aber das war... Also Freibier für alle heute, glaube ich. Sehr gut. Ja! Aber man muss sagen, dass die Konkurrenz echt stark ist. Und das eine Fahrzeug von vorhin war wirklich auch sau schnell. Also wenn wir es schaffen sollten, gewonnen. Dann aber nur ganz, ganz knapp. Ralf, nimm dir mal einen Schluck. Du hast die Räder gebaut. Stoß mal an. Welche sind gut? Also da haben die sich beiden gut zusammengedengelt. Habe ich mir ein Bier verdient? Ja, klar. Ja. Bis zu höher. Danke. Prost. Anni. Halt das Auto fest. Hat er sich verdient? Ralf, wir müssen die Lager noch mal ölen für das nächste Rennen. Ja, meinst du? Ja, ja, einmal durchspülen. Wir haben nämlich das Funktionspunk-Spezialöl dabei und damit ölen wir. Aber hier jetzt sieht noch man schon danach. Den Unterschied. Ja. Guck mal, ich sehe hier dreimal dran und da. Das ist der Unterschied. Das wird der Unterschied. Die Lager kommt ja auch aus dem Weltraum. Weltraumlager. Und außerdem die Fahrerin, meine Oma. Ja. Gott hat die Seele. Ich fahre es aber auch sehr schnell. Skateboard. 349. Und es geht los. Es ist ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Aber Smokey Affe gewinnt das Rennen. Das ist ein ganz starker Gegner, das weiß man jetzt schon. Der hat ein paar Rennen schon gewonnen und ist echt verflucht schnell. Die Startbetätigung geht los. Es ist sau knapp. Funktionspunkt liegt hinten und kommt aber noch im Start. Ich wüsste nicht, wer gewonnen hat, aber wir haben leider knapp verloren. Ah, schade. Und hier endet das Rennen. Schade. Bloß, wir sind raus. Ja, Nils. Frustrierend ist es ja nicht. Wir sind in die dritte Runde gekommen. Wir müssen noch viel lernen. Aber
Hat nicht sollen sein. Hat aber guck dir mal gereicht. Das Rad dreht sich ja wirklich sehr lange. Ja. Also wir haben alles getan. Ralf, wir haben alles gegeben. Ralf, also wir haben ja einen Designer und einen Konstrukteur. Woran hat es denn jetzt gelegen? Was meint ihr denn? An der allgemeinen Schwerkraft. An der Wupptität der Erde. Ja. Aber das Fahrzeug ist wirklich, hat da einen Preis gewonnen, Designpreis heute hier. Auf jeden Fall. Und beim Rennen war es ja auch nicht ganz so schlecht, aber... Wir sind ein paar Runden weitergekommen. Aber ich würde das ja gut finden, wenn wir nächstes Jahr das Ziel verfolgen, auch mal hier zu gewinnen. Ja, da müssen wir uns mal ins Auge fassen. Da müssen wir mal überlegen, was wir noch jetzt rauskriegen müssen, ist eigentlich derjenige, der jetzt gewonnen hat gegen dieses Auto, wie viel Gewicht der hat. Spionage? Ja, Spionage. Wir müssen Spionage betreiben. Das kriegen wir hin. Wir sehen uns im nächsten Jahr an dieser Stelle wieder. Und wir gehen jetzt auf die Suche nach dem Auto von Wilhelm und werden den Typen mal ausquetschen. Genau. Und dann werden wir das Auto von morgen bauen. So ist es. So, bis dann denn. Tschüss. Tschüss. Das war echt lustig. Gut. Und vielen Dank nochmal an den Veranstalter Nico Glüsing, sag ich immer. Nico Rode, hast du super gemacht. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Vielen Dank nochmal. Wir möchten gerne wiederkommen. Wir möchten gerne wiederkommen. Wir haben uns gut amüsiert. Ja. So, tschüss jetzt. Tschüss.